Wie ich sehe, war Ripperu wieder mal keine echte Herausforderung. Aber kommen wir zur Sache. Es sind noch Kristalle zu sammeln. Genauer gesagt 20 Stück. Bald richten sich alle 13 Planeten aus und es wird eine Macht entstehen, die die Erde zerreißen kann. Aber wenn man sie richtig einsetzt, können die Kristalle die Energie aufnehmen und eindämmen. Crash, bist du das? Ich hab dich schon überall gesucht. Ich hab nicht viel Zeit, dir das zu sagen, aber du musst vorsichtig sein. Cortex zu vertrauen ist sicher keine gute Idee. Ich kann die Verbindung nicht mehr lange offen halten. Crash, finde... Kroko, halt einfach die Fresse. Es ist für alle besser. Kindermärchen. So, haben wir 33 Leben. Ich habe von hier dem Spiel noch gar nicht die Dings gespielt, ne? Ich habe noch die Beta hiervon auf dem Rechner rumfliegen. Vom ersten Teil habe ich das ja schon mal gespielt. Nur ging es ja nicht bei Embryo, ging es ja nicht weiter. Da war ja Ende. Ich glaube, hiervon habe ich noch gar nicht die Beta gespielt, weil da ist nämlich der Polar, hat da voll den süßen Ton so. Der macht irgendwie so. So ganz komisch. Müssen wir auch mal machen irgendwann. So, Snowbiz. Back in the Biz. So. The question is: Kann ich hier alles holen? Oh nice, da hätte ich ein Leben für kriegen müssen. Oh nee, ich hasse die Viecher. Du Drecksviecher. Zieh dich. Okay, brauchen wir einen roten Edelstein. Ich glaube, ich habe das noch nie in einem Rutsch geschafft. In einem Rutsch. Ach, egal. Scheiß auf die Äpfel. Weg. Das sind keine Äpfel, Junge. Das ist ein Wumperfechter. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, der Chat ist kaputt. Oder ich habe keinen Bock mehr zu schreiben. Los, rutsch, mach das da kaputt. Gab's hier nicht die versteckte Kiste irgendwie? Dieses Eis fuckt mich ab. Das bremst voll. Und Eis sollte nicht bremsen. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass Eis bremst. Das hat einfach behalten. Kurz draufbleiben am Eis, dann springen. Das ist doch dumm. Oh Mann, ich hasse das Spiel. Ja gut, dann halt nicht. Ah, toll. Boah, diese Kisten, ne? Das ist beim ersten so abbremst, das fuckt mich hart ab. Aber so richtig.
Geh doch mal nach unten, du Depp. Get down, get down. Ja, gut. Mein Bier ist gleich alle. Achso, ich hab den Mojito, habe ich um 11:15 ins Gefrierfach getan. Was heißt ins Gefrierfach? Eigentlich in die... Ich dachte gerade, ich wäre tot. In die Gefriertruhe getan. Nach 6 Stunden soll man den rausholen. Ich würde mal sagen, so... Ich glaube, ich hole den um 4 raus, also in 2 Stunden. Bist du dumm, Crash? Was habe ich gesagt? Um 4. Um 4 werde ich den rausholen dann. Müsste mich nur dran erinnern. Also eigentlich, wenn man schon so in Eisphysik ist echt scheiße. Okay, wahrscheinlich konnte man hier nicht alle holen, weil wegen roter. Das war beim auch. Das war noch nicht so im. Am Anfang des Spiels, als es rauskam. Das haben die doch da reingepatcht, das mit dem Eis. Das wird noch lustig. Das wird noch lustig im Rennmodus hier mit dem Eis. Da wird der Controller fliegen, sag ich euch. Zwar nicht weit, weil hier alles voll steht, aber er wird fliegen. Okay, das ist, glaube ich, weiß ich nicht, was das genau ist, aber wir werden es jetzt sehen. Also das fand ich jetzt so ein bisschen doof. Ich finde, das hätte man noch als da drauf landen durchgehen lassen können. Jetzt hier eine Zeit. Ne, sieht nicht so aus. Aber hier gibt's das. Ich glaube, dann machen wir das als erstes. Controller-Drohne. Ein bisschen weiter nach rechts. Heieieiei. Okay. Ah, okay, das ist jetzt, wo wir den... Achso, das geht noch nicht. Aber das ist an. Die anderen sind... Das ist so verwirrend, weil im Original waren die einfach nicht da. Okay, Snowgo. Roter Edelstein. Da müssen wir dann zurücklaufen, ne? Nee, warte mal. Da haben wir ja schon alle Edelsteine. Das heißt, wir müssen nur den roten Edelstein holen. So war das... Nämlich. Die Musik hört sich auch doof an. Geht das? Darf sie das? Hey! War ich so im Flow drin? Was ist das für eine Physik? Das war vorher nicht so. Was ist eigentlich deine Lieblingstodesanimation?
Nitro-Kiste. Das ist... Die Physik, die macht mich hier fertig, ne? Im Original war das so, dass wenn du auf Eis bist, dann hast du halt den Schwung, den du mit dem Eis hast und dann abspringst, dann hast du den Schwung beibehalten und konntest nicht in der Luft umdrehen. Aber guckt euch das mal an. Warum geht das denn jetzt nicht? Ich konnte eben in der Luft einfach drehen und dann woanders hinspringen. Ich verstehe das nicht. Ich raff das nicht. Er verstellt das nicht. Ja. Das Didgeridoo ist super. So, Leben will ich nicht haben. Mit Dave war das mal eine Bong. Alles klar, Dave. Das erste, was ich lese, ist Pong. Es ging aber vorher nicht darum. Es ging vorher um das Didgeridoo in der Todesanimation von den Nitro-Kisten. Die leben hier nämlich gerne mit, aber die da vorne können mir gestohlen bleiben. Ah, cool. Sau, du. Nitro. Ist mein Retter. Warum hält er in der Luft da an? Kann das sein, dass das auf den Untergrund, der sich unter uns befindet, kann das sein, dass das daran liegt? Weil ich bleibe immer hängen oder drehe mich auf der Stelle rum oder verliere meinen Schwung, den ich habe, wenn ich über diesem Vieh bin. Kann das sein, dass es davon abhängig ist, auf welchem... Also wenn wir Eis als Untergrund haben, das zwar nicht berühren. Ich verstehe das nicht so ganz. Achso, ich muss ja hier ein bisschen langsamer machen. Warum ist sie jetzt nicht kaputt gegangen? Leck mich doch. So. Von der Drehung. Das ist doch auch dumm. Ich bin jetzt nicht gesprungen. Hab mich nicht gedreht. Jetzt muss ich mal gerade mein Gesicht angucken. Aber es ist ein ganz schönes Delay. Gott, mein Gesicht sah ja extrem bescheuert aus. Das bleibt einfach stehen in der Luft. Ich verstehe das nicht. Jetzt wollte ich auf den drauf springen. Ah, wie viel Leben haben wir überhaupt noch? Ach, 34. Verstehe das nicht. Das macht mich total kaputt innerlich. Mir wird langsam auch ein bisschen warm. Ugh.
Geh weg. Geh aus meinem Gesicht.